So, da bin ich auch schon wieder bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass und wir haben eine neue Seekarte gefunden. Hey, zeig das her. Jo, mache ich. Wir müssen die gleich wegblasen, dass die nordwestliche Seekarte, wir sollten jetzt dorthin fahren können. Aber wir wissen immer nicht, wo der Lichtgeist steckt. Dies ist ja auch so staubig, da kann man ja gar nichts erkennen. Kümmere dich drum, Flo, mach sie sauber. Ich mache jetzt kurz Pause in dem Video, bis ich das hier habe, damit ihr es dann nicht hören müsst und ich das auch nicht rausschneiden muss. Also bis gleich und ja. Tschüssikowski, bis gleich. Ich bin gleich wieder da. So, und da bin ich wieder. Haha, wusste es doch. Unter dem Staub war was versteckt. Ja, man hat das jetzt nicht gesehen, aber da war ein Zeichen für die komische nächste Insel. Mein sechster Sinn hat mich nicht getrogen. Darauf fallen wir nicht rein, Limbic. Du wusstest nicht, dass das da war. Nun, hier muss ein Lichtgeist sein. Lass uns gleich zu dieser Insel mit dem Wappen gehen. Da seht ihr es jetzt. Wenn wir in See stechen, erkläre ich dir den Weg zum nordwestlichen Meer. Auf geht's. Ja, aber vorher müssen wir zur Kanoneninsel. Das offene Meer ruft bla bla bla. Denn wir haben jetzt noch keine Kanone und kommen dort noch nicht durch. Deshalb. Nun, da wir eine Se lass uns Kurs G9 setzen. Ich erkläre dir alles, was ich über die Seekarte weiß. Das soll ja gut sein. Die Seekarte des nordwestlichen Meeres deckt die ganze Gegend deutlich von hier ab. Also zeichne einen Kurs zum oberen Rand unserer Karte. Wir kommen dann in der nordwestlichen See heraus. Hehe, ich freue mich schon. Und du freust du dich auch? Ja, vorher trotzdem zur Kanoneninsel. Tut mir leid, Limebeck, wir können noch nicht zur was auch immer Insel, denn ich habe noch keine Kanone und wir werden noch nicht ohne Kanone hinkommen. Aber dafür holen wir uns ja jetzt die Kanone. Ich weiß gar nicht, was man dafür brauchte, aber ich werde es ja gleich sehen. Ich bin mir sicher, ich muss dafür Geld ausgeben. Nach Steuerbord. Hallo? Sind wir jetzt bald da? Warum fährt er nicht mehr? Bist du blöd? So, jetzt aber bitte hinfahren. Toll. Der Kurs war ein bisschen scheiße gezeichnet, ich geb's dazu. Aber dafür haben wir es gleich. Da ist die Kanöleninsel. Oh ja. Und da haben wir den Postboten. Zum ersten Mal seht ihr hier den Postboten. Hey, schön, dich kennenzulernen. Finde ich auch. Ich bin hier, um deine Post zuzustellen. Jawohl, der Postbote. Lebt was und dein Name ist, hab ihn noch hier. Heißt du nicht Flo? Ich bin sicher, dass ich bald schon eine Eilpost für dich habe. Schieß mich dann aber nicht mit deiner Schleuder ab, ja? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Okay, vergiss nicht, deine Empfangsbestätigung zu unterschreiben. Danke, also dann, man sieht sich. Alles klar, mein Freund. Menü. Karte, Seekarte, Sammlung. Wo kriege ich das jetzt? Nirgendwo. Wie es den Anschein hat. Ja, okay, erstmal egal. Ich würde gerne die Guten Tag, was wir zu einwerfen? Nicht. So, was hat der? Grumpelan-Eingang. Mal in den Grumpelan gehen. So, was hast du? Hallo, das ist der Grumpelan von Meister Ed. Ich bin Fusso, sein Schüler. Und du bist? Oh, schön, ich kenn's wieder im Flo. Was, du willst eine Kanone? Tut mir leid, aber wir haben noch keine zu verkaufen. Der Meister arbeitet aber an einer. Deswegen hat er sich in seinen Raum zurückgezogen. Er hat sich eingeschlossen, um sich besser konzentrieren zu können. Wenn du die Kanone unbedingt haben willst, dann geh und rede mit dem Meister. Du kannst um die Insel herumgehen und den Hintereingang zu erreichen. Ist aber gefährlich. Der Hintereingang ist nie abgeschlossen. Also kannst du zu dem Meister treffen. Ich mach dir gerne das Tor auf, das zum Rest der Insel führt. Folg mir. Natürlich werde ich das. So. Dann lass mich mal da durch. Dankeschön. Und ein paar Monster klatschen, ein bisschen Action. Und was steht hier auf dem Schild? Bei den Bäumen mit den Bienenstöcken gibt es ein Vermögen.
Das ist sogar wahr. Aber man sollte es trotzdem nicht ausprobieren. Ah, scheiße. Verdammt. Das kann nämlich sehr gefährlich werden. Wie man gerade gesehen hat, vielleicht. Man sollte es also wirklich nicht probieren. Bombengarten. Oh yeah. Für den Bombengarten. Oh mein Gott. Ratten. Diese Ratten hier. So, wir dürfen ein bisschen mit Bömmchen spielen. Das finde ich sehr schnieke. Und, ja. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was ist das hier? Keine Ahnung, nicht. Ich kann meine Bombe nicht irgendwie aktivieren, war es nicht so? Nö, dann nehme ich halt einfach eine mit. Und bringe sie irgendwo hin ab. Boah, gerade so. Das war ein bisschen knapp, aber es hat noch geklappt. Ich habe einen Krafttropfen erhalten. Der bringt es jetzt auch nicht wirklich. Na, ist egal. Ich weiß, was ich tun muss, also ist das halb so wild. Und da haben wir es auch schon. Jetzt können wir es reinschieben und ich kann dadurch. Und ein bisschen Schieberätsel. Nein, so nicht. So. So. Ja, so. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das hat's gebracht. Dann muss ich das nach unten ziehen. Das ist ein bisschen nervig, aber egal. So. Da rausziehen und dann haben wir es auch gleich geschafft. Und ja, da sind wir jetzt raus und klatschen ein paar Ratten weg. Und brauchen natürlich eine Bombe. Und nehmen diese einfach von hier unten und da. Geschafft. Und ab nach oben. Ich muss den Part gleich beenden. Naja, 3 Minuten. Haha, gleich ist übertrieben. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt raus aus dem Bombengarten. Und wir sind im oberen Bereich der Insel. Und haben einen roten Rubin. Einen roten Ruby. So, ja, hahaha. Genau. Ja. Nehmen einfach mal ein Bömmchen, schmeißen es dahin, nehmen noch einen, schmeißen es dahin, spielen den Terroristen. Und alles ist schön. Ja, und sterben. Yeah, Selbstmordkommando. Wuhu. Ein Selbstmordattentäter wird nicht gut bezahlt und stirbt auch schon gerne mal. Also bitte Kinder, werdet kein Selbstmordattentäter. So. Ihr werdet nicht wieder aufwachen, so wie Link. Das sage ich euch jetzt schon mal. Falls ihr euch das jetzt erhofft hattet. Aber nein, ihr werdet nicht aufstehen, wenn ihr das versucht. Also bitte macht es nicht nach. Ich muss hier nur zwischen den Bomben stehen, weil ich Langeweile habe. Nein, weil darum. Weil Baum. Nein, natürlich nicht. Was habe ich gemacht? Es tut mir leid, gerade habe ich das Bild etwas verkleinert. Ich werde es gleich wieder vergrößern. Und die Musik wird kurz weg gewesen sein. Das tut mir auch sehr leid. Aber jetzt dürfte alles wieder fast in Ordnung sein, außer das Bild ein bisschen verschoben ist und ihr es auch gesehen habt. Und ich muss jetzt leider auch schon den Part beenden. Ich sagte mal, Tschüssikowski-Freunde, bis gleich bald, bis nachher zur nächsten Folge. Tschüssi!